Hallo Leute, willkommen zu der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 10. Mutter und Kind schlafen ganz friedlich. Schleichen wir uns mal an und gucken. Sie liegt hier in ihrem Bett. Das Bett ist ja, glaube ich, das teuerste, was wir uns hier in dem Haus geleistet haben. Oh, unser Baby ist aufgewacht. Müssen wir hier sofort tätig werden? Mal gucken. Ja, hat etwas Hunger. Können wir das der Mutter zumuten? Ja, die ist so gut wie fit. Also steh mal auf und guck mal nach deinem Baby. Am besten gleich mal stillen. Ja. Tja, früh aufgewacht. Oh, Nibs. Ja, immerhin. Oh, und wie schwanger sie schon wieder ist. Das erinnert mich gerade an meine eigene Jungerwachsenenzeit. Mein zweiter Sohn ist auf die Welt gekommen, als der erste Sohn gerade mal anderthalb war. Das heißt, ich war ziemlich lange mit einem Baby schwanger. Also ich hatte ein Baby, das noch nicht laufen konnte und war schon wieder schwanger. Und dann konnte er natürlich so ein bisschen laufen und ich wurde immer schwangerer. Es ist ja nicht so, wenn die dann mit etwa einem Jahr laufen lernen, dass die dann sofort große Spaziergänge mit einem unternehmen können zu Fuß, sondern... Oh, Celine hat eine Marotte enthüllt. Sie ist wählerisch beim Essen. Na toll, ich hoffe, es hat ihr trotzdem geschmeckt. Sie ist glücklich wegen dem erstaunlichen Wesen. Das ist bestimmt die Mama. So, ah, sie hat jetzt in die Windel gemacht. Okay, dann könnten wir sie doch gerade mal wickeln. Windel gewechselt bekommen von Annika. Und dann sollten wir mal Bauchzeit machen. Und natürlich auch wieder malen. Wir brauchen ja noch Geld. Unter anderem, um das Haus noch ein bisschen wohnlicher zu machen. Das ist ja hier noch ein halber Rohbau. Aber nach und nach wird das schon besser. So. Oh, und ihr habt mir auch mehrfach geschrieben von diesem Geldmülleimer. Und dann fiel mir ein, den habe ich in meiner ersten 100 Baby Challenge auch eine Weile verwendet. Aber das macht erst Sinn, wenn man ja die Bude voll hat. Weil man, hier, ich meine, ach, ich gehe jetzt mal nicht in den Baumodus. Vielleicht denke ich später dran, den euch zu zeigen. Ein sonniger Säugling. So. Das ist ein Mülleimer und wenn man da was reinschmeißt, kriegt man Geld. Und zwar für jedes Haushaltsmitglied 10 Simoleons. Wenn ich also die Bude voll habe mit 8 Haushaltsmitgliedern, dann krieg ich jedes Mal... Na sowas. Was hast du denn jetzt gemacht? Wozu denn das? Jedes Mal 80 Simoleons. Jetzt würde ich jedes Mal 20 Simoleons kriegen. Da lohnt sich das noch nicht. Dafür ist das Ding zu teuer. Mal gucken, ob wir hier hingetragen werden. Ich frag mich, warum... Oh. Sie hatte doch gerade in die Windel gemacht und wurde auch gewickelt. Nun ja, jetzt müssen wir hier mal die Mutter unter Kontrolle behalten. So. Gucken, ob wir Bauchzeit machen können. Ja. Weil ich will ja, dass die Kleine lernt, sich umzudrehen und dann zu sitzen und zu krabbeln. Und ich glaube, davon sind wir noch sehr weit entfernt. Wir müssen noch mehrmals Bauchzeit machen. So, jetzt mache ich hier mal ein Familienfoto von der Bauchzeit. Prima, wir sind ausgesperrt. So.
Und offenbar lernt man diese ganzen Bewegungssachen nur mit dieser Bauchzeit. Und die Babys sind da gar nicht so glücklich, die weinen dann immer. Und in echt habe ich es schon auch erlebt, dass manchmal ein Baby etwas weint, wenn man es so auf den Bauch dreht. Aber das ist nicht so, dass die immer unglücklich sind. Also häufig sind sie auch sehr zufrieden dann auf dem Bauch und haben Spaß dabei. Meilenstein Kopfheben freigeschaltet. Na prima. Was war denn das gerade? Celine hat zum ersten Mal den Kopf gehoben. Es gibt so viel zu sehen. Wähle für Betreuungspersonen die Option zusammen Bauchzeit verbringen, um neue Meilensteine freizuschalten, die Celine helfen werden, die Welt auf mehr Arten und Weisen zu sehen, als sie es sich vorstellen kann. Jetzt lassen wir sie aber erstmal vielleicht hier die Sachen angucken. Mit Spielsachen spielen kann sie schon. Na, das ist doch toll. Genau, und du, meine Liebe, kümmerst dich jetzt mal um den Garten. Kannst hier mal alles ernten erstmal. Und dann musst du hier spritzen, gegen Käfer einsprühen. Und warum sehen die hier so trocken aus? Muss man die... Ah ja, alle gießen. Gut. Oh, und hier die Erdbeeren, die kannst du dann auch noch einpflanzen. Ja, hier sind einige trocken jetzt. Wird sie eine Weile beschäftigt sein? Ich hoffe mal, unsere Kleine hält so lange durch. Ja, die ist eigentlich ziemlich im grünen Bereich. Aber sie ist traurig, weil sie schon zu lange wach ist. Ist doch gerade erst aufgewacht. Ich guck mal, ob sie hier nochmal Spielzeug ansehen kann. Oder? Ah, sie wollte hier ein kleines Heierchen anlegen. Oh, was ist passiert? Sie leuchtet irgendwie. Wow. Meilenstein freigeschaltet. Was ist so lustig? Celine hat zum ersten Mal gelacht. Beim Spielen mit Spielzeug und bei der Interaktion mit anderen Sims werden von nun ab die niedlichsten Kicherlaute zu hören sein. Spielen und soziale Kontakte werden dazu führen, dass sie bald brabbelt. Na toll. Das ist doch gut. Und jetzt hat sie Gasprobleme wegen Blähungen. Ja, das ist natürlich gemein. Ich glaube, ich lasse dich hier mal in die Heia gehen. Solange sie noch halbwegs fit sind, können sie hier ein kleines Nickerchen machen. Habe ich zumindest den Eindruck. Und wir gucken jetzt mal hier. Ah, also sie hat Blähungen, hasst die Weckzeit und ist wählerisch beim Essen. Und sie kann einen Arm ausstrecken, sie kann den Kopf heben. Flohmarkt brauchen wir nicht. Und ich glaube, das Geschrei ist jetzt in Haia gehen. Ja. Erste Male, da hat sie noch nichts. Leben, sie ist geboren und sozial hat sie schon einiges geschafft. Lachen gelernt, gurren gelernt, zum ersten Mal gelächelt. Und hier haben wir aber noch einiges zu tun. Als nächstes kommt dann Greifen lernen. Und ich soll ihr Spielsachen geben. Die Spielmatte soll sie benutzen. Ja, das ist, glaube ich, die Spielmatte, dieses Ding, wo sie jetzt drin liegt. Bei der Grobmotorik, auf den Rückenrollen. Celine sollte mehr Bauchzeit verbringen. Ja. Naja, das machen wir schon, so oft man es ihr zumuten kann. So, und wie war das Gärtnern? Oh, hier ist jetzt Unkraut gewachsen. Jeden. Und das sind Glockenblumen, die jetzt außer der Saison sind.
Ich denke mal, die brauchen wir nicht unbedingt umpflanzen. Die hier wären jetzt aber bereit zum draußen stehen. Mal gucken, ob ich. So geht's nicht, aber wahrscheinlich im Baumodus. Weil dann tragen sie mehr. Das mache ich gerade mal. Dann kaufe ich hier mal so ein bisschen Beet dazu. Die sind ja schön billig geworden jetzt. So. Und dann kann ich natürlich auch die Glockenblumen unters Dach stellen, weil da jetzt ja Platz frei wird. So. So. Das dauert dann natürlich wieder ein paar Tage, bis die wieder heranwachsen. Das sollte man also besser vor dem Jahreszeitenwechsel machen. Aber ich habe es irgendwie verpasst vor lauter Baby. Also sehr real. So. Dann schauen wir mal, ob wir noch was im Kühlschrank haben. Grillkäse. Eins nur noch übrig. Weißt du was, dann kochst du lieber jetzt mal was. Ja, wenn das nächste Baby kommt, dann ist noch mehr Stress. Koch mal eine große Portion Makaroni und Käse. Es ist zwar sehr kalorienreich, aber mit dem neuen Baby, da braucht man das. Jetzt haben wir 45 Chrysanthemen. Das bringt schon Geld. So, 8 Äpfel. Ach, die können wir auch verkaufen. Und 18 Weintrauben bringt auch gut Geld. So. Ja, schmeiße ich das mal in den Müll für Sie? Ja, das übernehme ich mal. Wir haben jetzt etwas über 5000 Simoleons. Das heißt, wir können durchaus langsam überlegen, was wir erweitern wollen. Hier gibt es so viel zu erweitern. Ja. Ja, ist dann die Frage, womit wir anfangen. Man könnte hier vielleicht noch Spielsachen kaufen. Die sind billig. Oder nee, sind sie gar nicht. Oh, hier sind noch viele schicke neue Sachen. Die brauchen wir aber alle nicht. Spielsachen. Kinder. Hier haben wir jetzt ja. Der ist doch super knuffig hier, der coole Koala. Kumpel. Kann man den hier hinlegen? Nee. Mal gucken. 70 Simoleons kostet er. Das ist doch schon sehr heftig für so ein kleines Spieldings. Na, es ist Markenware. Hüstel, Hüstel. Und wir werden mal sehen, ob sie damit direkt irgendwie spielen kann. Und ja, ich will jetzt nicht hier in viele Spielsachen investieren, weil das läppert sich ja. 70 Simoleons ist heftig viel Geld in unserer Situation. Und diesen Mülleimer wollte ich euch mal zeigen, falls ihr den nicht kennt. Das ist hier der Mülleimer organisch gut. Der kostet 1200 Simoleons. Also der lohnt sich nur, wenn man viel Müll hat und eine große Familie. Darum werde ich den jetzt noch nicht anschaffen. Aber wenn wir mal 8 Sims im Haus haben, wer ist denn das? Ja, können wir ja gleich mal sehen. Gut, und ich gucke mal, ob ich hier auch schon das Klein, die Toilette erweitern kann. Denn irgendwie finde ich das schon sehr, sehr popelig, so ohne Waschbecken und ohne Licht.
So, da stellen wir dann ein billiges Waschbecken dazu. Damit sie sich hier drin die Hände waschen kann. So ist es jetzt nicht gut. Oh, die Tür ist verschwunden. Ich mach das mal. Ich werde mal gucken, ob die Tür noch da ist. Sonst muss ich halt wieder eine kaufen. So. Ja, die Tür ist verschwunden. Na super. Die hätten sie doch auch mitnehmen können. Ah, warum passt die nicht? Wegen der Toilette. Das ist aber schade. Dann doch so, aber dann kann man schlecht auf die Toilette klicken. Dann wäre es umgekehrt besser. Also so. Nein, 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 so. Und dann stört hier aber der Müll. Den stelle ich dann hier hin. Und jetzt probieren wir das nochmal mit der Tür. Jetzt geht's, okay. Ich hätte zwar auch Baby Move Objects machen können, aber... So, Lampe rein. Und vielleicht auch ein kleines Fensterchen. Okay. Und den Fußboden. Okay. Ja, jetzt haben wir hier wenigstens ein richtiges Toilettenräumchen. Okay, dann können wir mal weitermachen. Und jetzt haben wir auch schon fast das ganze zusätzliche Geld ausgegeben. Und bitten wir den doch mal herein, wenn hier ein Kind zu Besuch kommt. Max Villarreal. Okay. Der wohnt, glaube ich, in Windenburg. Ja, Babylein schläft schon wieder. Und wird beim nächsten Mal hungrig sein. Aber eigentlich läuft's ja ganz gut. Dann lasse ich sie, wenn sie wieder aufwacht, erstmal pinkeln. Und dann... Sollten wir vielleicht bald machen. Dann lassen wir sie wickeln und dann füttern. Mal gucken. Wir sind schon wieder im dritten Trimester. Das heißt, bald kommt das nächste Baby und ich denke mal, dann wird es erstmal stressig. Und ich werde wahrscheinlich auch erstmal nicht gleich wieder schwanger werden. Also Annika schwanger werden lassen, um zu sehen, wie wir mit dem Baby klarkommen, also der Celine und dem anderen Baby, das dazukommt. Und wie lange es dauert, bis die so weit ist, dass wir sie altern lassen können. Und nicht, dass wir dann einen Riesenhaufen Babys haben und dann am Schluss mit dem Äquivalent einer 7-Baby-Challenge dastehen. Dann sind wir in der Hölle. Und es soll ja irgendwie gemütlich bleiben. Oh, Max ist böse. Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal gewusst, aber das ist lange her. Okay, ich wechsle jetzt mal auf. Das mag sie zwar nicht. Muss sie erstmal ein bisschen ärgern. Jetzt kannst du die Windel benutzen. Das habe ich nämlich schon gelernt. Windel benutzen sollte man machen, wenn man nicht auf dem Arm ist, sonst wird der erwachsene Sims auch gleich noch mit schmutzig. Ja, also ihre Mutterinstinkte sind noch nicht gut ausgeprägt. Sie rennt zwar irgendwie hin, aber sie weiß nicht, was sie tun soll. So, so. Das muss man ihr schon ausdrücklich sagen. So, aber das kriegen wir hin.
Wie so strampelt die Kleine. Oh, nass gepischert. Ja, das ist ganz normal. Meilenstein auf Betreuungsperson Pieseln freigeschalten. Ja, super gut. Und jetzt lass dich mal von Muttern füttern. Zum Beispiel schnallt Muttern überhaupt nicht, dass ihr Baby super hungrig ist. Oh. So. Aber mit einem Kind kriegt man das noch geregelt. Ich bin gespannt, wie es mit zwei Kindern wird. Oh, wo bin ich? Ja, dann brauchen wir auch bald ein zweites Babybett. So, er denkt an den Mülleimer. Hat böse gelacht. Och, aber jetzt räumt er den Müll weg. Das ist doch brav. Ich denke mal, hier kriege ich schon ein zweites Babybett rein. Vielleicht stelle ich dann das Kleinkinderbett hier hin. Und hier noch eins von den Babybetten. Dann haben wir hier bis auf Weiteres für Kleinkinder und Babys, also Säuglinge, den Raum ausreichend, naja, ausgestattet kann man das jetzt nicht nennen, aber mit Betten ausgestattet. Und wenn dann eines Tages das Schulalter kommt, ja, dann brauchen wir ein paar Zehntausender, um das Obergeschoss auszubauen. Sonst gucken wir erstmal dumm aus der Wäsche. Sehr dumm. Aber bis wir mal im Schulalter sind, da hat sie bestimmt viel Geld verdient. So, was du jetzt machen könntest, Celine, ist, Annika, meine ich. Du könntest Celine hier absetzen und dann machen wir Bauchzeit. Und danach ist Muttern schon wieder hungrig und müde. Okay. Und ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.